Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute stellen wir euch einen kleinen Kurzfilm dar als Geopräsentation zum Thema Tsunami. Als erstes auf unserer Liste steht die Definition, was überhaupt ein Tsunami ist. Dann die Entstehung, die Ausbreitung eines Tsunamis, dann die Monsterwellen, die Vorkommen, wo der Tsunami auftreten kann und zuletzt das Frühwarnsystem, wie man erkennt, dass ein Tsunami auf einen zukommt. Als erstes stellt sich die Frage, was genau überhaupt ein Tsunami ist. Ein Tsunami ist eine große Welle, die in einem See oder Meer entsteht. Tsunamis, übersetzt Hafenwelle, kann man daran erkennen, dass riesige Wassermengen verdrängt werden und das Wasser mit hoher Geschwindigkeit aufs Meer gezogen wird. Tsunamis entstehen meist auf dem offenen Meer durch Seebeben, Erdrutsche, Plattenverschiebung, Uferinstabilitäten wie zum Beispiel ausgedehnte Hangrutsche, Bergstürze oder Lawinen. Außerdem Risse im Meeresboden, Meteoriteneinschläge oder Vulkanausbrüche. Nach einem Seebeben werden große Wassermengen durcheinandergewirbelt und in die Höhe geschleudert. Somit entsteht die Tsunamiwelle. Seebeben treten häufig im Pazifischen Ozean in Tiefseegräben auf. Diese Tsunamis treten häufig am Pazifischen Feuerring auf. Dieser ist ca. 40.000 Kilometer lang und umgibt U-förmig die gesamte Pazifische Platte, die Küste Kanadas, Washington und Oregon. Die Seebeben, welche mindestens eine Stärke von 7,0 auf der Magnitudenskala haben müssen, entstehen durch Subduktion, wobei sich die schwerere ozeanische Platte unter die leichtere kontinentale Platte schiebt. Das Wasser oberhalb des betroffenen Bereiches wird aus der Grundgewichtslage gebracht und verdrängt. Dabei kommt es zu einer energiereichen Wellenbildung. Diese Schwallwellen breiten sich in alle Richtungen aus und können durch ihre enorme Geschwindigkeit Ozeane innerhalb weniger Stunden überqueren. Die Dauer des Tsunami hängt ganz von dem Ort und der Intensität des Verursachers ab und kann zwischen 10 und 60 Minuten dauern. Der Tsunami wird erst in Küstennähe gefährlich, da das Wasser sich durch die abnehmende Wassertiefe immer weiter auftürmt. Da sich die komplette Wassersäule in kreisenden Bewegungen bewegt, arbeitet sie sich den immer flacher werdenden Meeresboden hinauf und erreicht somit an Land eine Höhe bis zu ca. 90 Metern. Tsunamis unterscheiden sich grundlegend von Wellen, die durch Stürme entstehen. Letztere werden in Abhängigkeit von der Wassertiefe im Verhältnis zur Wellenlänge als Flachwasserwelle oder Tiefwasserwelle bezeichnet. Bei Tiefwasserwellen hat die Welle keinen Kontakt zum Grund und die tiefen Wasserschichten bleiben unbewegt. Somit hängt die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht von der Wassertiefe ab. Bewegt sich eine solche Welle in ein flaches Gewässer, wird sie zur Flachwasserwelle. Sie bewegt also die gesamte Wassersäule und wird dabei langsamer. Aufgrund ihrer großen Wellenlänge sind Tsunamis nahezu überall Flachwasserwellen. Sie bewegen also im Gegensatz zu Windwellen die ganze Wassersäule. Ihre Geschwindigkeit ist daher praktisch überall von der Wassertiefe abhängig. Die Entstehung von Monsterwellen unterscheidet sich deutlich von denen der Tsunamis. Bei Monsterwellen laufen schnellere Wellen auf langsamere Wellen auf und türmen sich zu einer Freakwave. Die drei schwerwiegendsten Tsunamis der letzten 100 Jahre habe ich einmal aufgelistet. Einmal war das in Indonesien am 26.12.2004. Die Welle war 51 Meter hoch und die Stärke des auslösenden Bebens betrug 9,3. Es gab 228.000 Todesopfer. Der zweite war Japan am 11.03.2011. Diese Welle war 39 Meter hoch und die Stärke des auslösenden Bebens betrug 9,0. Es gab 15.800 Todesopfer. In Indien fand am 26.06.1941 ein Tsunami statt. Die Welle war 1,5 Meter hoch und die Stärke des auslösenden Bebens war 7,6. Es führte dennoch zu 5000 Todesopfern. Der Tsunami in Indien war zwar nur 1,5 Meter hoch, es entsteht aber eine extrem hohe Kraft, die viel weghaut. Außerdem ist die Küste Indiens flach und stark besiedelt. Die Bauten sind instabil, so gibt es große Verluste bei einer so kleinen Welle. Auch der Sog, der entsteht, wenn das Wasser zurück ins Meer gezogen wird, ist sehr zerstörerisch. Er ist nämlich genauso schnell und stark wie die Welle, die auf das Land trifft, reißt aber natürlich die vorher schon abgebrochenen Teile mit, sodass es sowohl mehr Zerstörung als auch weitere Todesopfer gibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vor einem Tsunami zu warnen, zum Beispiel durch Seismometer. Diese können rechtzeitig Seebeben melden, bevor ein dadurch ausgelöster Tsunami eintrifft. Da nicht jedes Beben auch ein Tsunami erzeugt,
reichen diese Erdbebenmessungen alleine nicht aus. Ein verlässlicheres Warnsignal können Geräte am Meeresboden liefern. Beim Durchgang eines Tsunamis ändert sich der Wasserdruck. Und genau diese Druckänderungen können die empfindlichen Geräte messen.